Hallo Leute, wir sind wieder da mit Stardew Valley im Multiplayer. Ja, und ich habe schon weitergeklickt. Und du hast schon weiter, das ist perfekt. Naja, weil du das nicht gemacht hast. Perfekt, würde ich sagen. So, also, ich habe gestern gesagt, Leute, wenn wir hier ein Dings reinmachen, ein Quarz, dann können wir jetzt, also wir können noch den Quarz uns da rausnehmen, damit wir ihn nicht verlieren. Jetzt warten wir 2 Stunden, dann ist der Quarz fertig, oder 6 Stunden, keine Ahnung. So, den Quarz haben wir jetzt schon mal wieder gewonnen. Hey, ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Fang mir einen Tintenfisch. Du kannst ihn nachts auf dem Ozean fischen, allerdings tauchen sie nur im Winter auf. Willy. Oh. My name is Willy. Tintenfische sind nervig. Nur so ein bisschen. Pat, pat, pat. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, du musst bei den Tieren theoretisch nicht zumachen, die Stalltür. Es macht keinen Unterschied, ob es offen ist oder nicht. Und ich finde, das sollte so einen Unterschied machen, was die Wärme betrifft und so weiter. Ja. Mich stört, dass ich jetzt immer das Heu auffüllen muss. Wie das Heu auffüllen? Naja, dass die halt neues Heu haben. Achso, ja, das ist aber auch nicht mehr lange. Du kannst den Ozean in Winternächten fischen. Okay. Da haben wir einen Krokus und... Oh, könnte das schon die erste... Nein, keine Secret Note. Schade. Ich freue mich schon auf die Secret Notes. Noch haben wir keine gefunden. Und es ist noch nicht 10. Wir können noch nicht. Aber was ich zeigen kann, ist das da, Leute. Guckt mal. Wir haben den Steinbruch freigeschalten. Willkommen auf dem Steinbruch, Holder Diamanten. Der Steinbruch ist eine riesige Ansammlung von Steinen, wer hätte es gedacht, die wir brechen können, wer hätte es gedacht. Und hier spawnen jeden Tag zufällig ein paar Sachen nach. Und es können relativ wertvolle Sachen sein. Es können aber auch einfach nur Steine sein. Genau, am schnellsten kriegt man den tatsächlich kaputt, indem man einfach Bomben nimmt, das einfach wegsprengt. Nee, weil mir nämlich aufgefallen ist, wenn du Bomben legst, bekommst du die Erze nicht. Doch, eigentlich schon. Am schnellsten geht's mit dem Traktor. Ja, gut, aber der Traktor ist halt nicht... Im Multiplayer. Ja. Aber tatsächlich ist das eine gute Möglichkeit, um Erfahrungspunkte ohne Secret Note, eine geheime Notiz gefunden. Auf jeden Fall... Es ist ganz gut, das alles abzubauen, relativ frei zu machen und dann irgendwie einen Monat oder so nicht herzukommen. Oder wenn man sagt, ach, Rohstoffe an sich brauche ich jetzt nicht so unbedingt, die Erze. Dann kann man sagen, hey, ich lege hier überall Wegplatten und dann kann ich einfach Sachen draufstellen, ohne dass Sachen nachspawnen können, weil Wegplatten können nicht zerstört werden. So, ich habe jetzt ein Ticket gekauft für 500. Musst du auch ein Ticket kaufen für 500? Ich nehme es an. Die Frage ist, ist der Bus noch da? Das wäre witzig, wenn der Bus weg ist. Because I've got the golden ticket. So, ich hole mir erstmal nur so ein bisschen was. So, und jetzt gehe ich erstmal wieder. Ja, ja, geheimes Buch. Gut. So. Einmal zur Bushaltestelle. Der Bus ist noch da. Ja, ich muss trotzdem ein Ticket kaufen. Hat es 500 abgezogen bei dir? Ja, hat das. Okay, dann... Also ich meine jetzt, als ich gerade losgefahren bin nochmal. Weiß ich nicht. Ja, ja, hat das, habe ich gesehen. Goldenes Relikt? Das goldene Relikt, oh. Du Glückspilz, ich suche das bei mir privat noch. So, achso, wir lesen erstmal die geheime Notiz. An Haley und Emily, ich hoffe, es geht euch beiden gut. Wir haben euch eure Lieblingssachen geschickt. Pinke Torte und Sonnenblumen für Haley und Edelsteine und Wolle für Emily. Alles Liebe, Mama und Papa. Diese Notiz sagt uns einfach, was Haley und Emily mögen. Und so können wir so ein bisschen darauf zugreifen, was mögen die eigentlich. Was haben jetzt an für Schatten? Wir haben jetzt hier im Sammlungstab unten die geheimen Notizen und wir sehen, es gibt 19, 2 und 33 geheime Notizen, die wir alle finden können nach und nach. Und wir sind in der Oase, wir haben eine Cutscene. Hä? Ein Kunde?
Hi, willkommen in Sandys Oase. Hey, du siehst, wie der neue Hofbesitzerhaus, über den Emily geschrieben hat? Dann funktioniert die Buslinie Richtung Sterntautal wieder. Oh, ich bin so froh. Willst du nichts kaufen, Kind? So, wir können Kaktussaat kaufen. Der kann nur innen gepflanzt werden und braucht 12 Tage, bis sie gewachsen sind, produzieren dann alle 3 Tage Früchte. Wir können Rhabarber für den Frühling. Wir können die Sternfrucht. Und wir können rote Beete. Rote Beete-Saat werden wir kaufen, weil die brauchen wir für die eine Quest. Deswegen kaufen wir davon 10 Stück. Ne, wir müssen mehr kaufen, weil die könnten alle unterschiedliche Qualität haben. Wir kaufen mal 20. Und hoffen auf Glück. Saisonfrucht und natürlich Kaktusfrucht, was witzig ist, weil die Kaktussaat uns mehrere Kaktusfrüchte bringen wird. Aber Kaktusfrüchte kriegt man eigentlich auch so genug. Ja, so, ich habe alles, was ich brauche aus der Wüste jetzt erstmal. Ich gehe jetzt so. Ich auch. Me too. Ich will das Fisch, Bundle. Wir brauchen jetzt echt den, das Dings, damit wir nicht bis zum Herbst warten müssen. Das Dings? Den, wie heißt das? Oh, ich hätte doch noch was anderes machen können. Finde eine Benutzung für den Skelettschlüssel. Wir hätten die Minen öffnen können. So. Ja, aber du wirst sowieso schon noch mal wahrscheinlich im Winter noch mal in die Mine gehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ihr habt ja gesehen, wenn man das reinlegt, muss man warten, bis es fertig ist. Und dann kann man es wieder rausnehmen. Und dann kriegt man das immer wieder produziert. Das führt uns dazu, da ein Diamant so ungefähr 5 Tage braucht, dass wir den ersten Diamanten nach 5 Tagen ernten könnten. Und erst nach 10 Tagen sozusagen einen Gewinn von einem Diamanten gehabt hätten. Wenn wir dort Quarz reinlegen, können wir den ersten Quarz ernten oder auch nicht. Und dann haben wir innerhalb von ungefähr einem Tag, zack, wenn wir einen Diamanten da reinlegen, einen Diamanten fertig. Und haben jetzt in 5 Tagen, das heißt nach ungefähr 6 Tagen, oder wenn man es halt nicht macht, relativ zeitig nach 4,5 Tagen oder so, schon direkt den ersten Diamanten als Gewinn. So trickst man das Spiel aus. So. Weil ich habe die Mann gar nicht ausgegeben. So. Hör mal, wer da hämmert. Ja. Die Frau ist fleißig am Arbeiten, du. Die rote Beete-Saat. Ich finde es so lustig, dass es Beet im dass es rote Beete ist, aber daraus macht man Zucker. Ja, weil das irgendwie in der Übersetzung im Englischen nicht ganz so toll ist, weil das irgendwie Rüben sind eigentlich. Eben. Und also ich hole mal eine Belohnung ab. Und die Relikte und das alles stecke ich dir wieder in die Kiste, die kannst du dann wieder abgeben. Wenn deine Ordnung da behalten gleich bleibt. Alles gut, Fox? Ja, die Katze hat mich angemiaut. Ich habe zurückgemiaut. So, na gut. So, und dann... Das können wir verkaufen. Und Essen kommt in die Kiste. Wir haben 5 Regentotems. Nee, Strandtotems sind das. Achso, ich kann, glaube ich, die Regentotems nicht machen, weil die nämlich noch gar nicht frei sind. Okay. Sammeln? Stufe 10 oder was? Was? Kann sein. Regentotems. Möglich. Das kommt da rein. Hier kommen Edelsteine rein. Bald hab ich... Wo hast du denn jetzt die, die allgemeinen Sammelobjekte, Sammelfrüchte? Je nach Monat mit in die Ergebniskisten links. Und wo kommt Wüste rein? Wüste kommt hier unten mit rein. In die Winterkiste, weil da gibt es keine Feldfrüchte, deswegen kommt vieles in die Winterkiste mit rein. Okay. Da bin ich relativ schmerzfrei. Suki, was machst du eigentlich nebenbei? Du bist so still in letzter Zeit.
du bist 100.000 Schritte gegangen. Ja, Mensch. Oh, ich habe schon wieder eine Kiste rausgenommen. Ich leg sie dir rein. Ja, ich bringe sie zurück. Du solltest da unten eine Kiste aufstellen. Nur dafür würde sich langsam lohnen, so oft wie ich da Sachen rausnehme. 1, 2, 3. Was war denn das jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gemacht. Das waren die Öfen. Aber warum haben die so Radar-Wing-Radar-Wang gemacht? Das war dezent verstörend. Ein bisschen, ja. Halt, habe ich mich gerade erschrocken. Du versuchst nicht einzuschlafen. Oh. Kann ich verstehen, wobei ich mich relativ munter fühle dafür, dass ich erst 4:30 schlafen war. Ich hab Hunger. Ich auch. Ja, ich muss aber Mittagessen noch machen. Und ich auch. Irgendwie dadurch, dass wir so spät oder so früh, spät, Schrägstrich angefangen haben mit dem Aufnehmen, war das bei mir halt ein bisschen durcheinander heute mit dem Essen. Ja, wir haben so komisch angefangen und ich zumindest gefrühstückt. Und neben so. Was? Du hast gefrühstückt? Ich hab gefrühstückt, ja. Das ist gut. Das ist gut. So, schlafen geht's. Ja. Verdammt, ich wollte die Bärenstatue noch in deinem Haus aufstellen. Kannst du mal nicht machen. Ah. Hä? Hm? Du hast das Fischbandel fertig, stimmt. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich schon wieder gar nicht realisiert. Ja, wir haben halt nur noch diesen einen Sandfisch gebraucht. Das war halt alles. Und Chris, wie geht's dir? Was machst du so Schönes nebenbei? Wahrscheinlich schon schlafen. Und Bananenkönig, was machst du nebenbei? Mario Kart spielen? Nee. Ich brauche eine Kiste in meinem Haus für den ganzen Kram, den du da reingepackt hast. Und warum stellst du schon wieder die... Die sind hübsch, lass die. Nur weil sie hübsch sind, heißt das nicht, dass du sie die ganze Zeit vor mein Haus stellen musst. Ich hab die nicht mal vor dein Haus gestellt, okay? Die stehen vor meinem Haus. Ich hab die nicht nur vor dein Haus gestellt. Ich hab unten auch noch welche hingestellt. Von denselben? Nein, nicht von denselben, aber die anderen. Oh, Murphy. Ja. Anna meinte auch, oh, Murphy. Außerdem, guck mal, wie schön die Tiki-Statue-Figuren da unten stehen. Goldmilch, ja! Oh, es gibt heute ein neues Rezept. Entenei. Oh, sehr gut. Das war's dann, ne? War's das dann? Nee, eine Baumfrucht brauchen wir noch. Mist. Nee, das ist ja was anderes. Die Baumfrucht ist ja für ein anderes Bundle. Ja, aber es ist im gleichen Dings drin. Flamperding. Also wir brauchen auch noch die Baumfrucht. Das ist das Problem, damit wir den das Gewächshaus kriegen. Ja, wenn wir bis Frühling nichts gefunden und nichts gekriegt haben, dann kannst du einen Baum gerne aufstellen. Bringt uns noch nichts, weil da. Ach nee, doch, wir können einfach einen Frühlingsbaum auf. Wir stellen den Sommerbaum auf. Naja, oder so, ja. Weil der Bauch ja noch eher gewachsen ist. Ach ja. Steine sind dahin. Naturgutkisten. Mit Gutfried geht's uns gut. Ich möchte keine Bücher finden, ich möchte geheime Notizen finden. Ich mag die geheimen Notizen. Bücher müssten wir doch schon fast voll haben. Wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, warum wir so viele finden.
war schon ewig nicht mehr am Strand unten. Ja, da war ich gerade eben. Also vor, glaube ich, 2 Tagen? Ein Tag? Irgendwie so. Na, ich ja fast gerade eben. Wir können eigentlich können wir die Kiste vom Strand wegnehmen und hier zu den Crabpots stellen. Das ist eine schlaue Idee, das mache ich gleich mal. Wir müssen nur gucken, dass wir sie irgendwo hinstellen, wo keiner lang rennt. Das ist schwieriger. Weil hier unten laufen öfter mal Leute lang. Naja, nicht wenn wir sie weiter hinterstellen. Oh je. Immer diese Leute, die lernen müssen. Mein herzliches Ballkleid. Oh, da ist noch Bait drin. Ja, die habe ich gerade rausgenommen. Ich wollte gerade sagen, woher weißt du das? Aber du schaust ja den Stream nebenbei. Ja, ich hatte den Stream nebenbei offen. Solange das funktioniert, mache ich das auch. Ja, ich bin halt erstaunt. Ich habe 241 verlorene Frames. Das sind... Oh, Trilobiten. Das sind ungefähr 0,1%. Auf eine Streamdauer von über 3 Stunden, ne? Steht das nicht irgendwo? 3 Stunden, 19 Minuten? Ist das echt gut. Also ja, ich weiß nicht, warum unser Internet heute so super gut ist. Aber du wirst es auch nicht hinterfragen. Ich werde mich nicht beschweren, sagen wir es so. Eine Schneesüßkartoffel. Wow, ist das wirklich auf Deutsch Schneesüßkartoffel? Ja, ich finde, Jams ist halt nicht Süßkartoffel, aber gut. Guck mal, ich stelle die Kiste hier hinten hin. Da hinten hin. Meinst du, die ist da sicher? Ich glaube schon. Wenn nicht, ist hier auch nur eigentlich für die Crabpots. Und für den Köder, den ich da reinpacke. Ja, den Köder nehme ich gleich raus und packe ihn in meine Angel rein. Mach das. Du stehst da wie Willy, der steht da auch irgendwo immer. Aber der steht nee, immer Willy, hier so. Willy steht da, wo die Zeitung ist. Wow, rate mal, wer gerade ein Ding reingepackt, eingenommen, Dings hat. Bitte schön, Krabbenhäuser für dich. Aha, so ein Geschenk, das hat mir noch nie jemand gemacht. So bin ich. Das ist warme Liebe, ja. Aha. Wahre Liebe. Ich will auch warme Liebe. Ich kenne nur heiße Liebe, das ist. Ist das nicht Eis mit Himbeeren? Vanilleeis mit Himbeeren, ne? Ja. Vanilleeis mit Himbeeren ist immer gut. Das ist geil. Ja. Himbeer und Vanille. Da die Fox nicht heute, denn heute ist Sonntag. Ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, Leute, welcher Tag für euch ist, wenn ihr dieses Video gerade schauen solltet. Ich habe auch irgendwo, noch eine sein, oder? Ich habe irgendwo zwischen Donnerstag und Freitag aufgehört zu zählen. Das heißt, es könnte Samstag oder Sonntag schon wieder sein. Schneesüßkartoffel. Das ist ja süß. Kartoffel. Hüte. Hüte dich. Oh. Suki kriegt Liebe. Ganz viel. Suki, ich glaube, du bekommst doch Liebe, oder? Oh, kannst du mir einen Hut kaufen, Fox? Nee. Kostet 1000, wir haben kein Geld. 1000? Habe ich alleine das Angeln schon rein heute. Dann kannst du dir morgen einen Hut kaufen. Okay. Ich habe eine Knochenflöte gefunden. Cool. Jetzt kannst du Knochenflöten. Ja. Holst du mal Hartholz? Mache ich gleich. Brauchen wir nämlich eine Menge von. Ja, wir brauchen schon alleine 100 für den Pferdestall und wenn wir beide ein Pferdchen haben wollen. Wir sollten auch schon mittlerweile genug haben, oder? Ja, wir haben nicht genug Geld. Ja, das ist nämlich. Ich werde mir wahrscheinlich auch mal noch bei mir vor die Hütte 3 Warmbins stellen für Köder. Ja. Ich weiß, man kriegt Köder auch sonst so einfach ran, aber. Was man hat, das hat man. Aber die brauchen jeweils 25 Hartholz, also. Ja, ich kenne das mit den Ölpressen. Die brauchen auch sehr viel Hartholz. Die werden wir auch brauchen auf demnächst dann. Ja.
Ich habe jetzt mal auf meinem Switch-Spielstand den ersten Stall voll mit Schweinen. Und dann kommt so ein Tag. Ach ja, du hast mal übrigens viel Glück. Und dann ist auf einmal das ganze Gehege voll geschissen mit Trüffel. Und wenn du dann noch voll ausgelevelt sammeln hast, Chance auf Doppeldrop und alles in Iridium-Qualität. Ja, hab ich ja. Ich mache ja trotzdem Öl draus, deswegen da macht sich egal, die Qualität egal. Ja, aber Doppeldrop ist halt auch gut, ne? Ja. Und wenn du dann sagst, okay, Doppeldrop, du kannst dein Glück dann noch weiter erhöhen mit sowas wie Lucky Meal oder so, kommst du noch ein Stückchen höher. Oh, ja, ne, kann man machen. Ich habe bei 5 Schweinen schon einmal einfach so 20 Trüffel rausgeholt. Ja, manchmal ist ziemlich gut. Ich finde, wir sollten über den kleinen Teich da eine Brücke bauen, so wie du den Weg gebaut hast. Es gibt eine Mod, damit es da über diesen Teich eine Brücke gibt. Es gibt auch die eine Map, die hat ja in der Mitte diesen Teich, diesen großen. Das ist die. Ich überlege gerade bei welcher, das ist bei der, die ich sonst spiele. Mhm. Ah, den da. So. Die mit den Monstern. Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Oh ja! Oh ja, oh ja, oh ja. Was denn? Ich gehe das jetzt gleich holen, was hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt ist. Okay. Darauf freue ich mich. Ist da versteckt? Tja. Schau den Stream, dann wirst du es erfahren. Ich will den Stream aber nicht schauen. Du schaust den Stream doch aber trotzdem. Nein, ich guck weg. Okay. Ich sag dir dann, wenn du genau weggucken musst, ne? Damit du es nicht siehst. Okay. Das da rein. Ich muss die Fischkiste, müssen wir auch mal wieder aufräumen. Das da rein. Ich hab die schon manchmal ausgeräumt. Nee, ich meine oben, die blaue. Ach, die Fischkiste. Ja, sag ich ja. Ja, musst du nur mal nutzen. Ich dachte, die untere, aber. Ich habe Mischkiste verstanden, deswegen. So, wie sieht's hier aus? Haben wir den Trilobiten haben wir da drin? Das heißt, das packen wir dahin. Und dahin. Das Entenei bringe ich weg. Und den Rotkohl bringe ich weg, weil ich muss sowieso noch mal kurz da hoch. Ich weiß, es ist 20 Uhr. Ja, das schaffst du doch locker. Ja, klar. Und Sugi, ja, vielleicht ist deine Liebe lange beschäftigt, aber ich glaube, er liebt dich trotzdem, auch wenn er beschäftigt ist. Und es ist doch in Ordnung. Es ist alles gut, Sugi. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Hast du vielleicht an einem Busch wackel? Nee. Busch wackeln bringt nichts. Irgendwo hier hinten war das. Muss ich dann noch mal gucken. Da gibt's was. Du darfst selbst entscheiden, ob du die volle Aufmerksamkeit vermisst. Aber du darfst nicht entscheiden, ob es okay ist. Ich will halt auch mal die volle Aufmerksamkeit, ja? Ich vermisse sie vielleicht auch, wenn er nicht da ist. Was? Was? Nicht das Handwerkerbündel, Fox. Nee, das Tierbündel. Wir kriegen eine Käsepresse. Na Mensch, die können wir zu der anderen Käsepresse stellen. Ich glaube nicht, dass wir zwei brauchen werden jemals. Okay. Na, wenn wir mehr Kühe haben und diesen Auto-Harvester, dann ja. Ja, dann ja. Ich glaube es nicht, dass wir so viele Bundle, vor allem das Fishing-Bundle, vor dem Dings-Bundle fertig haben. Vor dem Gewächshaus. Ja. Das hängt halt nur an einer Sache und das ist halt eine Glückssache.
Oh, übrigens, du hast ja eine Ente geholt. Entenfedern. Dann haben Ja, wir das aber Färbemittelbundle fertig. sobald die ausgewachsen ist, also das ist sie ja schon, sobald sie, glaube ich, mehr als anderthalb Herzen hat, gibt es die Chance, dass sie eins droppt. Ja. Das gleiche bei Kaninchen. Und wir brauchen noch Wein. Ja gut, dazu brauchen wir erstmal Weinfass. Und das ist das Und das kriegen Einzige. wir, wenn wir das Handwerkerbundle fertig kriegen. Das ist das Witzige. Echt? Ja. Cool. Wir brauchen sowieso, wenn wir das Gewächshaus haben, sowieso noch mehr Weinfass. Wenn wir das Gewächshaus fertig kriegen, kriegen wir auch gleichzeitig das Weinfass. Und dann können Jo. wir Wein machen. Und das ist, glaube Wein. ich, schon wieder der letzte, zweite Tag, ne? Ja. Ich werde das Ding jetzt nicht. Oh, und das Witzige ist, dass sie immer noch da rumwerkelt. Ich finde, sie sollte abends wenigstens nach Hause laufen und nicht mehr rumklopfen. Wird das immer mehr in meinem Zimmer hier oder habe ich nur das Gefühl? Nur das Gefühl, ich habe nichts reingestellt. Auch, eigentlich Okay. wollte ich noch, aber. Hast du was verkauft? Ja, Fischer. Sehr gut. Dö-dö-dö. Mein Haus ist ausgebaut. Der dritte Tag im Winter ist vorbei. Wir haben 3177 allein durchs Fischen gemacht. Was da Ja, los? solange ich Köder habe, geht das ziemlich gut. Barsch, Tigerforelle, Hecht, Kaulbarsch und Brasse, alles in Gold. Oh, die Ja. Tigerforelle bringt ja auch ganz schön 200, ne, pro Stück. Das sind sieben, ja, das sind sieben Stück halt, ne? Ja, 200 pro Stück. Ist ja gut. Ja, solange nicht so viele Kaulbärsche dran sind, ist alles okay. Die bringen nicht viel. Und die Ja. Brasse, na gut, Brasse ist nur eine gewesen. Dann würde ich sagen, war es das für heute, Leute. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss, tschüss. Ciao.